Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video des Wiener Bildungsservers. Heute sprechen wir über Datenschutz. Was sind eigentlich meine Daten und warum muss ich auf die aufpassen? Jeder Mensch hat Daten. Auch du und ich. Das sind zum Beispiel Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum, Namen der Eltern, wo wir wohnen oder zur Schule gehen, aber auch was wir gerne machen. Diese Daten sind wichtig und teilweise auch sehr persönlich. Daher sollten wir bestimmen, wer sie wissen darf. Einige Personen und Institutionen brauchen diese Daten, zum Beispiel dein Arzt oder deine Ärztin, aber auch Schule und Kindergarten. Aber auch die müssen gut auf deine Daten aufpassen und dürfen sie nicht einfach irgendjemandem geben. Aber wieso ist das wichtig? Warum kann nicht jede und jeder alles über mich wissen? Wenn zum Beispiel alle wissen, wo du wohnst und wie alt du bist, könnte jemand einfach in dein Zimmer spazieren, wenn du nicht zu Hause bist, und unbemerkt etwas mitnehmen. Aber auch im Internet ist es wichtig, auf die eigenen Daten aufzupassen. Einige große Unternehmen werden oft mit Kraken verglichen, weil sie überall nach Wissen über dich fischen. Nicht nur wie du heißt und wie alt du bist, sondern auch was du gerne magst und wo du gerne hingehst. Damit können sie passende Werbung für dich machen. Die soll dich dann beeinflussen und dir das Geld aus der Tasche ziehen. Wenn du das nicht möchtest, solltest du genau überlegen, was du von dir preisgibst. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie kann ich das machen? Dazu gehört, immer alles zu lesen und dich gut zu informieren, bevor du deine Daten auf Zetteln oder im Internet einträgst oder irgendetwas unterschreibst. Auch wenn etwas sehr verlockend und günstig aussieht, musst du dir Zeit nehmen und alles genau prüfen, bevor du ein Häkchen in die Box setzt. Ganz wichtig ist es, bei Menschen, denen du vertraust, nachzufragen oder Hilfe zu holen. Vor allem, wenn du etwas nicht ganz verstanden hast. Also noch einmal zusammengefasst. Wir alle haben Daten, die geschützt werden sollten. Und das machen wir, indem wir genau darauf schauen, wer was über uns wissen darf, und indem wir gut aufpassen, wo wir unsere Daten eintragen. Wenn wir etwas nicht verstehen, sollten wir unbedingt nachfragen. Am allerbesten ist es, wenn du lustige oder spannende Dinge im Internet findest, dass du die mit Freunden, Freundinnen, aber auch deinen Eltern teilst. Falls ihr noch mehr zum Thema Sicherheit im Internet erfahren möchtet, schaut bei uns auf der Kiwitek vorbei. Bis zum nächsten Mal!